Hallo und willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. So. Es ist schön, Sie zu sehen. Danke, danke. Das berührt mich sehr. Und wir müssen nach Hoth. Und dann let's go sofort dorthin. Keine Ahnung, warum wir nochmal nach Hoth müssen, aber das können wir ja mal Commander Slint fragen. Der ist dort auf dem Planeten, also bis gleich. Also, Commander Slim, was ist denn los? Was hast du? Ihr. Habe ich es mir mit Darth Barras verscherzt? Was auch immer ich getan habe, ich mache es wieder gut. Er will, dass du stirbst, okay? Ich soll euch für Barras töten. Ihr habt eine Chance, euch noch zu retten. Ich bin auf der Suche nach General Greist und dem Armageddon-Bataillon. Oh, ich weiß, wo sie sind. Aber, Barras hat mir ausdrücklich gesagt, dass ihr Einsatz geheim ist. Und dass ihr mich tötet, wenn ich das jemandem verrate. Mich hat er damit nicht gemeint, also ich darf dahin. Der Befehl trifft natürlich nicht auf mich zu. Ich verstehe. Nun, ich habe keinen Grund, an euch zu zweifeln, mein Sith Lord. General Greist und seine Leute haben den Befehl, sich in einem Höhlensystem nicht weit von hier zu verschanzen. Hier sind die Koordinaten. Vielen Dank. Schön, dass ich euch helfen konnte, mein Sith Lord. Musst du. Gut, General Greist. Jetzt muss ich erstmal durch diese scheiß Schneewüste, nur um General Greist zu finden. Na gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, was ist hier los, General Greist? Dürfte ich bitte wissen, was hier vorgeht? Genug herumgehangen. Ja, genug umgehangen. Ich verstehe dir, genug umgehangen. Oh mein Gott, war der schlecht. Hier ist irgendein Konflikt. Da. Greist! General, was ist hier los? Die Männer werden nervös. Wir hatten uns auf Corellia vorbereitet, wo der echte Kampf stattfindet. Und jetzt beschützen wir diese Höhlen vor Vampers? Glaubt mir, Captain, ich verstehe euch. Versucht die Männer ruhig und kampfbereit zu halten. Ich gehe davon aus, dass uns unser wirklicher Zweck hier noch mitgeteilt wird. Der Befehl, uns hier zu verschanzen, kam von ganz oben. Ich bin hier, um den Befehl aufzuheben, General. Hört auf, ihr diese müsst das Armageddon-Bataillon hier sofort nach Corellia bringen. Schützen. Das ist alles nur Schutt und Asche. Darth Barras. Welche Autorität hat euren Einsatz genehmigt? Mein eigener. Kreis, das ist dein Ende. Niemand zweifelt an meiner Autorität. Ich mache hier die Regeln, nicht Barras. Also, Captain, ich sage es nur noch einmal. Das Armageddon-Bataillon soll sich sofort bei Darth Vovron auf Corellia melden. Ja, sofort, mein Sith Lord. Bereit machen, Männer. Wir brechen auf nach Corellia. Bereiten Sie alle Truppen für Corellia vor. Verstanden? Wir müssen sofort aufbrechen. An alle Einheiten. Sofort raus aus der Höhle und rein in Corellia. Das ist scheu. Oh, da ist sogar so ein Vetter. Ja, wir dann auf zur Luftschleuse, also aka nach Corellia. Bis gleich. Also, was passiert jetzt hier in der Luftschleuse? Das will ich jetzt herausfinden. Oh, 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 oh. Lord Drek! Verräter! Was willst du hier? Für jemanden, der explodiert ist, seht ihr ziemlich gut aus. Eure Sklaven haben auch ganz anständig gekämpft. Darth Barras und ich werden sie Nein. gut zu nutzen wissen. Nein! Barras, du tust sowas ist die nicht. Wahre Stimme des Imperators, wisst ihr? Lüge! Bald wird er seinen rechtmäßigen Titel einfordern. Meine Vergeltung beginnt jetzt. Mein ist die Rache, Drak. Erst ihr, dann Barras. Wie charmant. Als Barras euch ausgebildet hat, hat er sich zurückgehalten. Aber mir hat er alles beigebracht. Und Darth Vengen zeigte mir dunkle Geheimnisse, von denen dann zeig doch, was du Barras kannst, weiß. Du Alte. Dann lasst mal sehen, was ihr drauf habt, bitte. Drak. Ich Hexe. Bin bereit. Kommst hierher und zerstört ihr mein alles zu Hause mit meinen Leuten. Du Verräter. Ich hab dir alles anvertraut.
Mann, ich hätte sogar einen Platz dir gegeben. Du hättest mitkommen können. Aber alles hast du ruiniert. Du kleine Ratte. Na. Karabas. Ja, da liegst du. Na, ihr schlagt euch ja nicht schlecht. Tut mir leid, euch die Illusionen zu rauben, aber ich habe ein Geheimnis. Man kann mich nicht töten. Also lächerlich. Ich werde euch diese Lüge aus der Kehle reißen. Ihr werdet es auf die harte Tour lernen müssen. Ich kann noch weiterkämpfen. Ich erwarte euren nächsten Befehl. Ist der jetzt ein Level aufgestiegen? Nee, der ist immer noch 41. Oder du denkst, so, du bist jetzt der Krasseste. Nur weil du jetzt einmal weiterkämpfen kannst. Aber nee. So ist das jetzt hier nicht. Wir sind hier nicht im Wunschkonzert. So, hier mal meine Combo-Attacken machen. Jawohl. Das hier mal anklicken. Dann den Angriff. Ja. Jawohl. Jetzt reicht's aber auch endlich. Es wird Zeit, zur Sache zu kommen. Okay, du willst noch weitermachen? Gerne. Ah, dieser Idiot. Der denkt doch alles. Ja, wir können gerne weiterkämpfen. Also, ich habe noch Zeit. So ist es nicht. Und bitte töten wir den jetzt schon. Ich will den nie wiedersehen. So, jawohl. Für den mittleren, jawohl. Easy. In Ordnung. In Ordnung. Ihr müsst wohl der größte Glückspilz in der Galaxis sein. Was für Glückspilz? Aber ich bin am Glück. Baras wird dafür sorgen, dass eure Glückssträhne ein Ende hat. Wir sind fertig. Du Verräter! Das ist meine Rache. Stirb! Jawohl. Wie schmeckt die Hölle? Genießt es, Meister. Sein Fleisch wird verkohlen, während er auf eine der schmerzhaftesten Weisen stirbt. Ich spuck auf ihn. Je schmerzhafter sein Tod, desto besser. Eure Verachtung jagt mir wohlige Schauer über den Rücken. Die Vorstellung ist vorbei. Wir müssen noch mehr Opfer jagen. Ich bringe die anderen wieder auf die Beine, Meister. Ja klar, mach das. Ach, den nächsten mitgenommen. Das freut mich doch. So, ja, die höher bleibst, die räumen wir mal nicht auf. Gut. Reden wir jetzt noch mit der Hand des Imperators? So heißen die doch. Aber erstmal weg hier von Hoff. Darum kümmert sich jemand anderes. Erstmal müssen wir den Krieg auf Gorea abschließen. Und denn da ist noch ziemlich viel Stress. Zorn, Diener 2 hat gespürt, dass Baras Schüler Drag anwesend ist. Im Leben verborgen, im Tod verkündet. Anscheinend weiß unser Feind, dass ihr am Leben seid. Wir haben das Überraschungsmoment verloren. Aber andere Vorteile gewonnen. Nun ist Drag tot. So wurde Baras Macht geschwächt. Seine Macht ist unabhängig. Darth Vovron erhält seine Verstärkung für Corellia. Zusammen mit dem Verlust von Drag wird das Baras zur Weißglut bringen. Er wird seinen Griff verstärken. Er stört weiterhin Baras Pläne. Ihr werdet nun dringend auf einem Planeten namens Voss gebraucht. Es gibt noch einen Planeten, Voss. Erzähl mir nochmal von Voss. Was soll dort erledigt werden? Ihr müsst den Plänen des Verräters einen entscheidenden Schlag versetzen. Baras hat auf Voss vor vielen Jahren die Grundlage für seinen Aufstieg zur Macht gelegt. Wir erklären alles, wenn ihr dort seid.
Gut, also müssen wir jetzt nach Hoff. Okay, aber das alles in der nächsten Folge. Da kommt anscheinend noch ein Planet. Also noch mehr Arbeit auf mich zu. Okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.